Geboren wurden viele tausende Jahre vor mir meine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern in Skandinavien. Wir wurden auserwählt, Weihnachten jedes Jahr aufs Neue zu retten, sozusagen. Denn wir helfen, wo wir nur können. Jedes Jahr, wenn der Dezember anbricht, schicken wir einen unserer Bautrupps los in ein Haus einer Menschenfamilie. Die sind sowas von fleißig, dass sie innerhalb einer einzigen Nacht ein wunderschönes Zuhause in eine Wand bauen können. Dort kommen wir dann am nächsten Tag mit unseren Koffern und Sachen an und können uns einleben. Tagsüber vertreiben wir uns die Zeit hinter der Türe, schlafen viel. Und ab und zu, wenn der Weihnachtsmann uns anruft, müssen wir auch mal zum Nordpol zum Helfen. Nachts, dann, wenn ihr in euren Betten liegt, halten wir Ausschau. Wir spähen aus unserer magischen Türe, ob noch jemand wach ist. Und erst, wenn wir sicher sind, dass wirklich jeder schläft, dürfen wir unser Haus verlassen. Denn sollte uns irgendjemand sehen, wäre das unsere größte Katastrophe. Sollte uns irgendein Mensch sehen, verlieren wir unsere Zauberkraft. Nicht nur für eine gewisse Zeit, nein, ich meine damit einfach für immer. Glaubt mir, ich würde manchmal unglaublich gerne rauskommen und euch persönlich Hallo sagen, aber ich bin so unbeschreiblich gerne ein Zauberwichtel, dass ich das einfach nicht riskieren möchte. Wir sind zum Helfen da und überraschen euch Tag für Tag, bis endlich Weihnachten ist. Aber manchmal, da lassen wir es uns nicht nehmen und spielen euch den ein oder anderen Streich. Ich hoffe, ihr versteht Spaß.